Wenn es brutzelt, zischt und nach Rauch duftet, dann ist Grillzeit. Und wenn alles eine Nummer größer, fetter und rauchiger ist, dann ist Barbecue-Time. Doch was ist das perfekte Barbecue? Felicitas Thehn ist die Foodtruckerin und immer auf der Suche nach den besten Lebensmitteln unseres Landes. Sie nimmt uns mit auf ihre Reise und besucht Ralf Jakumait und seine Grillhydra. Was kostet ein Ding? 36.000? Was? 36.000 Euro für den Grill bezahlen? Pulled Pork wird 22 Stunden gegart. Wow, und das ist das Ofenmonster? Der Fatboy Baby, ja. Vorsicht. Rauchig. Schöner Rauch. Oberfranken. Das Paradies für echte Cowboys. Hier leben sie. Texas Longhorn-Rinder wie im Wilden Westen. Felicitas röstet köstliche Marshmallows am offenen Feuer und kreiert ihn den perfekten Burger. Die Foodtruckerin. Es gibt Barbecue. Der wohl außergewöhnlichste Grill des Landes steht im Garten von Ralf Jakumait. Er ist der Punkrocker unter Deutschlands Köchen. Hi, servus. Grüß dich, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, was ist das? Der Grill. Klar, wie gleich erkannt sozusagen. Ja, die Hydra. Wie kommt man drauf, sich so einen Grill in den Garten zu stellen? Da musst du dann Antonio Basile fragen, weil der hat sie baut und hergestellt. Aber du hast es dir ja reingestellt. Ja, also es gibt halt nichts Schöneres wie einen schönen großen Grill. Und das ist Multifunktionswaffe. Also Herd, Backofen, Smoker, Plancher, Teppanyaki, dem kannst du alles machen. Das ist die Hydra, die Königin aller Schwenkgrills. Ihr Name entstammt der griechischen Mythologie. Einst wurde sie mit Feuer besiegt. Diese Hydra dagegen hier liebt Feuer. In mehr als 1000 Stunden Handarbeit ist der Monstergrill entstanden. Verwendet wurden nur die besten Materialien. Herausgekommen ist ein Holzkohlegrill, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Was kostet ein Ding? 36.000? Doch. Euro? V4A. Ja. Du hast 36.000 Euro für den Grill bezahlt? Ja. Also andere kaufen sich eine komplette Küche, wo es für... Aber die Küche hast du doch auch, oder? 100, 200 Leute kochen kannst, ja, im Profibereich, da kommst du mit 36.000 Euro nicht hin. Und für mich ist das Herd und Backofen in einem. Und das hast du gleich wieder herin, weil ich brauche keinen Strom. Ah ja, klar. Komplett aus Edelstahl gefertigt ist die Hydra die Multifunktionswaffe des Starkochs. Auf ihr grillt, gart und räuchert er. Barbecue Deluxe. Ja, und was machen wir heute? Ich hätte gesagt, wir machen mal schöne, große Teile im Ganzen. Ja. Ein Tomahawk Steak. Ja. Vom Bayerischen Ochsen. Ja. Segreto. Ja. Vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Das machen wir auch noch. Ja. Ja. Und dann habe ich noch wirklich ein absolutes Schmankerl. Und zwar von einem von den Rocking-Chefs, der arbeitet eigentlich auf Fuerteventura. Und der war vorletzte Woche da. Und hat um 5 Uhr morgens hat er noch frische Kalamar geangelt. Mit dem Kajak auf offenem Meer. Los geht's. Ralf verwendet Holzkohle aus Namibia. Diese hat eine sehr hohe Dichte und liefert viel mehr Hitze als normale Grillbriketts. Sein Profitipp? Auf der Holzkohle einen Scheiterhaufen aus Anzündhölzern errichten. Die Holzkohle fängt dann langsam an zu brennen. So hält die Glut besonders lange. So, die Kalamar. Die sehen wirklich wunderschön aus. Ja, und das ist Angelware. Das Geile ist, deshalb hat man das erklärt, wie das funktioniert. Und zwar ist das, der Köder ist wie eine Garnele. Und da ist kein Haken dran und nichts. Der kommt halt dann mit dem Greifarm, der ganz lange, siehst du das? Und die schnellt er dann nach vorne, dann schnappen die Garnele mit den Saugnippel, sag ich jetzt einmal. Und der saugt sie so voll und lässt die Garnele nicht mehr los. Und dann holt er die hoch. Ja, danke, Alex. Und frischer geht's nicht. Ich werde es ihm gerne ausrichten. Man, der verfolgt ja der Sendung sowieso immer. Wenigst einmal. Freut er sich. Ja, und dann. Hallo, danke für den Kalamar. Schnitzel heißt er. Danke, Schnitzel, für den Kalamar. Ja. Was haben wir hier? Tomahawk vom Bayerischen Ochsen. Reicht ja genau für uns, ne? Ja, du, so entspannte 1,7 plus Kilo. Ist ja genau. Ist schon richtig schön. Ja, der Knochen ist schon so schwer, da hast du recht. Ein Tomahawk-Steak sieht aus wie das Kriegsbeil der Indianer. Daher der Name. Segreto würzen wir mit Bier, Salz. Ist lecker. Ja.
Vor dem Grillen muss der Kalmar ausgenommen werden. Da zuerst den Kopf und die Innereien des Tintenfischs ab und den durchsichtigen Chitinstab herausziehen. Und da musst du aufpassen, zwischen den Augen ist auch die Tinte drin. Mhm. Und deswegen hier vorne draufdrücken, dann kommt der Schnabel und der Mund raus, siehst du, das ist wie bei einem Papagei. Und dann einfach rausziehen, dann ist das so der Schlund, mhm, ja, weg und das war's dann. Aber es ist schon irgendwie so beeindruckend, wenn man so einen ganzen Kalamar hat und viele wissen, glaube ich, gar nicht, was man jetzt eigentlich damit anstellt. Ja, das stimmt. Also vor allem, du wirst das nachher schmecken, in der Qualität ist das einfach Bombe. Der Kalmar kommt fangfrisch aus dem Meer. Und das Fleisch? Sag mal, wo kommt jetzt unser Fleisch eigentlich her? Das ist aus dem Bayerischen Wald, bayerischer Ochse. Hast du da einen Metzger des Vertrauens oder Richtig. Hast du selbst geschossen? Nein, selbst geschossen, ja super. Das machst du wahrscheinlich bloß einmal und dann sitzt. Nee, Schmarrn. Also das kaufst du beim Metzger deines Vertrauens und gut ist. Und wie gesagt, lieber einmal in der Woche anständiges Fleisch, bevor ich jeden Tag irgendwie fertig marinierte Plöre habe. So, ich mache einfach ein bisschen Kräuter noch dran, frische, dann kann ich das nochmal ganz kurz durchziehen. Vielleicht beim Segreto auch, ja. Und was mir immer ganz gut schmeckt, ist der Knoblauch. Genau. Ich mag das. Jetzt muss ich erst einmal das Aroma entfalten. Und den würde ich mir hier gut bei meinem Kalamar auch gönnen. Ja, dann nimm mit. Was machst du denn überhaupt aus dem Kalamar? Weißt du schon? Ich dachte, wir machen ein bisschen was Leichtes dazu. Cool. Kleinen Salat, mhm, mit weißen Bohnen. Oh. Wir surfen und turfen ein bisschen. Surfen und turfen? Ja. Genau mein Ding. Mag ich. So, los geht's. So. Also, wir brauchen jetzt mal ein paar Tipps. Dann, ich leg in der Zwischenzeit schon mal auf, oder? Nicht? Was muss ich jetzt beachten? Wenn ich, also, das ist ja ein riesiges Stück Fleisch. Ja. Also, ich mach's das so, ich knall das einmal richtig hart an. Wir haben jetzt 300 Grad auf der Plancha. Also, den Grill so heiß wie es geht. Extremst heiß. Mhm. Das darf man richtig scharf angrillen von allen Seiten, vor allem auch schön auf der Hautseite, ja, dass das, also auf der Fettseite, dass das richtig runter tut. Da dürfen auch ruhig ein bisschen die Flammen schlagen und lodern. Dann hängen wir den Rost ein und dann lassen wir das langsam ziehen. Tomahawk Steak vom Grill. Eine klassische Barbecue-Delikatesse. Jetzt kommen die 1,7 Kilo auf den Grill. Genau, zuerst einmal die Fettseite richtig schön angehen lassen, dass die karamellisiert. Ich finde das bei unserem Tomahawk, ist das einfach das Fett. Wenn das so richtig butterzart wird. Ja, das ist wie Butter. Rinderbutter, genau. Ich drehe es einmal? Ja, gerne. Und dann kannst du es einfach liegen lassen. Aber schau mal her. Was kann man falsch machen beim Grillen? Boah, viel. Wenn der Grill noch nicht richtig heiß ist, auflegen, das ist einmal der größte Fehler. Fertig mariniertes Fleisch hernehmen, das ist der nächste große Fehler oder eigentlich der Hauptfehler. Ungeduldig sein. Mhm. Kennst du die Sportgriller? Erzähl mal. Auflegen und sofort das Drehen anfangen. Deswegen entspannt arbeiten. Generell würde ich auch sagen, nicht zu oft drehen. Einmal jede Seite, richtig, sonst wird es putztrocken. Richtig, bringt überhaupt nichts. Das hat das Fleisch nicht verdient. Und wenn man sagt, jetzt, man will keine Marinade kaufen, hat aber auch keine Lust, ewig in der Küche zu stehen, Rosmarin, Thymian, ein bisschen Öl, Knoblauch, that's it. Öl eigentlich gar nicht. Also wenn du hier das Eigenfett hast, dann brauchst du kein Öl mehr. Also Öl ist da immer relativ. Aber wenn man jetzt ein mageres Stück hat, dann muss man vielleicht ein bisschen Öl, oder? Ich bin mit dem Öl wirklich vorsichtig, also gerade so Fettmarinaden, weil das verbrennt halt irrsinnig schnell und dann lodern wir die Flammen. Deswegen, also ich mache lieber trocken. Und mit Flüssigsalz. Genau, und dann einfach umdrehen. Perfekt. Knochen nach außen, weil dann haben wir gleich wieder einen Henkel zum Umdrehen. Ah, ja. Und dann lassen wir das einfach sauber angehen. Zum Glück hat der Metzger den Rippenknochen am Steak gelassen. Ein praktischer Griff, mit dem Felicitas es prima drehen und wenden kann. Jetzt ist es Zeit für den Kalmar. Der kommt direkt roh auf den Grill. Es ist ja wichtig, dass die nicht so kaugummiartig werden. Ich glaube, da haben die meisten Leute Angst vor. Dass es dann das Kaugummiartige ist halt, du musst es halt frühzeitig marinieren. Das heißt mit Salz und Kokosblütenzucker. Und dann werden die auch nicht kaugummiartig. Und dann so einen leichten Biss dürfen sie haben. Aber bei der Größe brauchst du es zum Beispiel, das ist kein Pulpo, was du vorkochen musst. Also das kannst du komplett sparen. Meeresfrüchte und Fleisch. Das ist typisch amerikanisches Barbecue.
was machst du jetzt? Den Rost aufhängen, dass das Fleisch entspannt dann durchziehen kann. Also machen wir Arbeit nicht mit Deckel, sondern einfach... Nee. Der Grillarm der Hydra trägt das höhenverstellbare Grillkit. Alles kann millimetergenau justiert werden. Ist das geil! Nach wenigen Minuten auf dem heißen Stein ist der Kalmar auch schon fertig. So archaisch hat Felicitas selten gegrillt. Und das kommt jetzt bei Gängigkeit hier rauf? Genau. Ja? Und zwar schön am Knochen, so aufstellen. Das Steak darf nun ruhen, während der Kalmar verarbeitet wird. Brauchst du sonst noch irgendwas von mir? Irgendein Öl oder... Ich bin bestens vorbereitet. Jawohl. Zeit für den Foodtruck. Dann sehen wir uns gleich zum Essen. Alles klar, viel Spaß, bis später. So, ich mache jetzt einen leckeren Pulpo-Salat mit weißen Bohnen und ein bisschen scharf, ein bisschen mediterran, schön Zitrone. Yes, genau das Richtige zum Steak. Los geht's. Als allererstes mache ich das Dressing. Da kommt rein natürlich der beste Freund des Pulpos, Knoblauch. Dann ein bisschen Fischsoße. Für alle, die nicht wissen, wie Fischsoße gemacht wird. Und zwar nimmt man Fischsalz. Dann kommt das Ganze in riesige Tanks, kommt für 6 bis 12 Monate in die Sonne. Und das, was unten rausläuft, ist Fischsoße. So riecht's auch, schmeckt aber viel besser. Dann kommt Olivenöl dazu. Ich mag lieber mildes Olivenöl, weil ich finde, wenn es zu kräftig ist, schmeckt es manchmal fast wie Wandfarbe. Dann habe ich hier Zitrone. Dann habe ich hier wunderschöne rote Chilischoten. Ralf, wie scharf kannst du es vertragen? Richtig scharf, ich mag richtig scharf. Same hier. So, dann kann ich die Kerne hier drin lassen. Und jetzt darf der Kalamar schon mal dazu, der darf schon mal so ein bisschen vormarinieren. Ich schneide ihn einfach, er ist richtig soft. Schön, wie das Messer einfach durchgleitet. Man sollte beim Pulpo oder beim Kalamar auf jeden Fall darauf achten, dass es Wildfang ist. Weil es gibt nicht mehr so viele davon und wir wollen ja noch in ein paar Jahren diese Köstlichkeit essen. Einfach beim Fischhändler nachfragen, er muss darüber Auskunft geben. Und das Ganze kommt jetzt... Oh. Ist das schön. Bei diesen dünnwandigen Kalamaren reicht es, wenn man sie grillt. Wenn man jetzt so einen dicken, fleischigen Pulpo hat, dann sollte man ihn auf jeden Fall vorkochen, bevor man ihn grillt. Aber der ist jetzt wunderbar zart. Er braucht aber noch Salz. Und Mr. Mörser, wir machen ein bisschen frischen Pfeffer drauf. Das Ganze einmal durchrühren. Das könnte man so natürlich jetzt schon wunderbar essen. Ich werde es noch ein bisschen zum Salat verlängern. Ich habe ja einen Salat versprochen und keinen marinierten Pulpo. Ich habe hier weiße Bohnen, die sind so richtig schön cremig. Und die werden einfach zusammen mit dem Pulpo im Mund zerschmelzen. Nun noch einige Tomaten klein schneiden und Schalotten dazugeben. Und es wird immer schöner. Fehlt nur noch Petersilie. Ich nehme jetzt auch viel Petersilie. Sie darf richtig als Blatt fungieren, sozusagen als Salat. Die Petersilie klein hacken und ebenfalls über den Salat streuen. Heute ist echt ein wunderschöner Tag. Es macht total viel Spaß, mit Ralf an diesem riesigen Grill zu stehen. Er hat genauso eine krasse Leidenschaft zum Essen wie ich. Und ich könnte, glaube ich, hier wochenlang verbringen und einfach den ganzen Tag mit ihm stehen und grillen. Jetzt alles gut durchmischen. Fertig. So, das Ganze kann jetzt kurz durchziehen. Und ich frage mal, wie weit Ralf ist. Ralf, wir müssen noch das Schwein grillen. Klar, logisch, leg mal auf, komm. Komme. Denn
Ohne Fleisch wäre dies hier kein typisch amerikanisches Surf and Turf. Magst du auflegen? Klar, wie DJ. Bitte schön. Danke. So, ist schon fast gar wahrscheinlich. Ja, schon gut durchvortemperiert. Alles klar. Bitte schön. Also, was haben wir hier genau? Was haben wir gegrillt? Das Secreto. Also, grillen wir jetzt. Nochmal richtig schön angehen lassen. Und was das Geile ist bei dem Secreto, das kannst du rosa essen. Oder sogar englisch essen, weil das einfach top ist von der Qualität her. Ich habe echt auch richtig Hunger. Aber ich denke, wir werden eventuell sogar auch satt werden. Ja, wird eng. Also, was, willst du das Kleine, dann nehme ich das Große oder wie machen wir es? Was für Insekten. Ich würde sagen, wir machen halbe-halbe, ne? Okay. Saftige 80 Euro hat dieses Tomahawk Steak beim Metzger gekostet. Kein Fleisch für jeden Tag, aber wenn man sich mal etwas Besonderes gönnen möchte, genau das Richtige. Zusammen mit dem Secreto vom Schwein, maximaler Barbecue-Genuss. Ab geht es zum Foodtruck, wo der Kalmarsalat inzwischen gut durchgezogen ist. Ich hol mir den Salat? Ja, mach das. Wie viel Essen wir haben? So, du schneidest Fleisch auf. Felicitas und Ralf beginnen mit dem Secreto. Sanft gleitet das Messer durch das Fleisch. Die feine Marmorierung macht es saftig und intensiviert den Geschmack. Ja, Herr Bühler, das haben Sie gut gemacht. Mhm. Nun ist das Tomahawk Steak an der Reihe. Das ist mein Lieblingsmoment immer, ne? Ja? Mhm. Ich bin jetzt sehr gespannt. Schön, schön. Wir surfen und turfen? Wir surfen und turfen. Und machen ein geiles Sandwich. Boah, der hat richtig schön Druck. Mhm. Mm. Surf and Turf ist halt einfach gutes Fleisch, gute Meeresfrüchte und dann geil abgeschmeckt. Und dann unser Tomahawk Steak. Also man kann American Barbecue auch schön zu zweit im Garten machen, oder? So ist es. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. So, sehr, sehr gerne. Aber jetzt lassen wir es uns einfach nochmal schmecken, oder? Das machen wir. Ich möchte gerne einmal in der Woche zu dir kommen, wenn ich darf. Ja. Es war richtig schön, jemanden zu treffen, der auch genauso eine Leidenschaft für Essen hat wie ich. Oder noch ein bisschen verrückter, noch ein bisschen bunter. Es freut mich, dass der gefallen hat. Mir schmeckt alles hervorragend. Amerikanischer Lifestyle. Das sind coole Autos, Petticoats und Rock'n'Roll. Und natürlich Barbecue. Der absolute Geheimtipp ist Boogie's Barbecue in Nürnberg. Ein traditionelles amerikanisches Smokehouse. Also Barbecue, sagt man, ist die uramerikanische Küche. Viele beziehen es auf die Sklavenzeit zurück in den Südstaaten, wo die Sklaven eben sehr hart den ganzen Tag arbeiten mussten und keine Zeit zum großartig Kochen hatten. Und die haben eben so die Geschichte morgens eine Grube gegraben, Feuer gemacht in der Grube, der Pit sozusagen. Und daher kommt der Ausdruck Pit für Pitmaster und so weiter. Da das Fleisch reingelegt haben, zugedeckt haben, den ganzen Tag schwer gearbeitet haben auf dem Feld oder auf den Farmen. Und dann abends, wenn die Sonne unterging, sie zurückkamen von den Feldern, hungrig natürlich, war das Fleisch gegart. Also man legt es einfach rein, lässt es ruhen den ganzen Tag in der Erde, auf dem Feuer oder auf der Glut. Und abends kam man zurück und hat ein fantastisch leckeres, saftiges Stück Fleisch. Für ein leckeres, saftiges Stück Fleisch fährt Felicitas gerne nach Nürnberg. Ich bin heute bei Falk Norris in seinem Barbecue-Haus. Und dort wird er mir zeigen, wie original amerikanisches Smoken geht. Ich glaube, es wird rauchig. Hallo. Hallo. Felicitas, hi. Felicitas, grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ich habe richtig Hunger, ne? Dann bist du am richtigen Ort. Und du zeigst mir heute, wie man original American Barbecue macht. Authentic American Barbecue, jawohl. Ich hab richtig Bock. Komm rum. Komm rum. So, hier bin ich. Hallo. Was müssen wir tun? Also, was wir heute tun, ist ein traditionelles American Pork Butt. Boston Pork Butt.
So heißt der Fleischschnitt hier in Amerika. Das klingt schon ziemlich amerikanisch bei dir. Bist du Amerikaner? Ich bin Amerikaner, jawohl. Ah ja, okay. Also quasi wirklich original. Aus St. Louis, Missouri. Midwestern Boy. Das klingt wunderschön. Okay. Zurück zum Fleisch. Also um traditionelles Pulled Pork zu machen, nehmen wir die Schulter. Ich habe schon etwas vorbereitet, und zwar unser Dry Rub hier. Wir benutzen Red Rub, nenne ich das. Das ist ein bisschen Paprika, ein bisschen Chili, Knoblauch Salz, drin, Zucker. Salz, Zucker, genau. Und ein paar andere Zutaten, die ich nicht unbedingt verraten darf. Komm, eine noch. Braunen Zucker. Hier haben wir... Käsesauce. Käsesauce sieht zwar so aus, aber noch was viel Besseres. Und zwar ist es ein typischer Carolina Mustard Sauce. In den Carolinas benutzen die sehr viel Senf, um ihre Barbecue vorzubereiten. Da gibt es einen Senfgürtel in Carolina. Also Senf ist ein typisches Carolina Barbecue-Zutat. Okay. Ja? Und los geht's. Erst das Fleisch mit drei kräftigen Schnitten öffnen. Dann mit dem Barbecue Dry Rub kräftig von allen Seiten einreiben. Nun die hausgemachte Carolina Mustard Barbecue Soße mit viel Gefühl in das Fleisch einmassieren. Das Barbecue-Handwerk hat der gelernte Hotelbetriebswirt Falk bei Skip Steel aus St. Louis, Missouri gelernt. Jetzt geht es mit dem marinierten Schulterstück zum Heiligtum von Boogie's Barbecue, dem Smoker. Wow, und das ist das Ofenmonster? Das ist Baby, jawohl. Wie Baby sieht das aber nicht aus. Ja, Fat Boy Baby, jawohl. Wo ist der her? Der ist aus Cape Girardeau, das ist ein kleiner Ort in Missouri, direkt am Mississippi River. In Falk Smoker wird das Fleisch traditionell geräuchert. Bei guten 90 Grad Celsius lässt er es ganz langsam garen. Oder besser, smoken. Vorsicht. Rauchig. Schöner Rauch. Geil. Das legst du jetzt einfach darauf. Wir legen es einfach da drauf. Schließen die Tür und lassen es ruhen, ohne dass man dran rumstochern muss oder nochmal nachgucken muss, sondern das Fleisch einfach in Ruhe lassen, 22 Stunden aufmachen. 22 Stunden? Jawohl, 22 Stunden, und nach 22 Stunden ist es perfekt. Es muss auch nicht übergossen werden, nicht? Muss nicht gegossen werden, nicht gemobbt werden und so weiter. Das bleibt so, wie es ist. Am wenigsten anfassen wie möglich und einfach die Zeit geben. Was ist denn das Geheimnis von perfektem Pulled Pork? Ist es der Rub oder ist es die Temperatur, die Zeit? Was macht es einfach unfassbar gut? Also es gibt viele Variablen, die natürlich wichtig sind. Das Rub ist sehr wichtig, welche Gewürzmischung wir benutzen. Die Marinade ist wichtig. Aber das, was ein gutes Pulled Pork von einem perfekten Pulled Pork unterscheidet, ist auf jeden Fall die Temperatur und die Zeit, in der es eben hier drin liegen darf. Wichtig ist auch das richtige Brenn- bzw. Räucherholz. Denn jede Sorte hat ein anderes Aroma. So, und hier kommt das Holz rein? Das ist die sogenannte Feuerbox. Jawohl, hier kommt das Holz rein, um eben die Geschmacksrauch entwickeln zu lassen. Und was ist das jetzt für Holz? Wir benutzen Kirsch- und Apfelholz. Mhm. Kirsch- und Apfelholz ist eben die traditionelle Holzart, die in Missouri oder im Mittleren Westen benutzt wird. Und das ist eben regional ganz verschieden, je nachdem, wo man in den USA ist, welche Holzart man benutzt. Und glaubst du, dass das wirklich einen Unterschied macht im Geschmack? Also wenn man jetzt Buche reinmachen würde? Man kann mit Buche und Eiche leicht überräuchern, also dass es zu sehr einen Räuchergeschmack bekommt. Okay. Mit Kirsch und Apfelholz kann man so gut wie gar nichts falsch machen. Also das hat nicht so einen starken Rauchentwicklung. Und das Aroma des Rauches ist viel milder als Hickory, Mesquite oder Buche. Hast du einen Tipp für zu Hause? Also wie kann man das nachmachen? Also die meisten Leute haben ja keinen Smoker zu Hause stehen, wie ich hier habe. Aber das kann man auch mit... Das ist der Garten auch voll. Genau, also so einen großen Balkon gibt es gar nicht. Also man kann auch den normalen Holzkohlegrill benutzen, den fast jeder im Garten stehen hat. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass die keine Direkthitze abbekommen, die Fleischstücke, sondern eben indirekte Hitze. Und das kann man machen, indem man das Feuerring im Grill am Rand hinlegt und das Fleisch so gut wie möglich in die Mitte. Das Fleisch reift nun langsam im Smoker. Für Felicitas geht es unterdessen schon mal in den Foodtruck. Ich mache jetzt die perfekten Burger Buns zu dem unfassbar köstlichen Fleisch. Und nachher gibt es noch mexikanische Maiskolben. Aber zunächst muss ich mich um den Teig kümmern. Ich habe hier eine Schüssel und frische Hefe. Man kann auch getrocknete Hefe nehmen, aber frische Hefe ist einfach aktiver. Und ich arbeite einfach lieber damit. Die Hefe zuerst zerbröseln. Dann etwas lauwarmes Wasser, Zucker und Mehl dazugeben. Und jetzt aktiviert man die Hefe erstmal.
get the yeast party started, sozusagen. Und wieder etwas Mehl dazu. Weil ich mache nachher so einen richtig schönen Brioche-Teig mit ein bisschen Milch und ein bisschen Butter. Und Hefe mag Fett nicht so gerne, deswegen ist sie erstmal zusammen mit Zucker und Mehl. Das schmeckt ihr nämlich sehr gut. Und dann geht's weiter. Salz dazu. Und ich wäre ja nicht die Foodtruckerin, wenn immer irgendwas Besonderes dabei wäre. Deswegen habe ich hier Kurkuma. Erstmal ist Kurkuma super gesund und dann gibt es eine tolle Farbe ab. Die Brötchen werden nachher richtig gelb. Muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht an die Klamotten fest. Das geht nämlich nicht so gut raus. Kleiner Hausfrauentipp. Dann kommt die Butter dazu. Schön weiche Butter. Und ein Ei. Man kann Brötchenteig natürlich auch sehr gut ohne Ei machen, aber ich habe das ausgetestet und Burger Buns sind ja immer so ein bisschen weich und leicht süßlich und das passt wirklich sehr gut mit dem Ei. Es gibt ja nichts Schlimmeres als schlechte Brötchen für Burger. Wenn das Brötchen so hart ist, dass das ganze Fleisch rausfällt oder... Ach, das wird gut. Ich fand es total schön, heute jemanden kennenzulernen, der American Barbecue wirklich in den USA gelernt hat und der weiß, wie es tatsächlich funktioniert und dieser beeindruckende Riesenofen. Ja, ich bin gespannt, wie das Fleisch nachher schmeckt und ob man diese ganze Liebe auch im Mund feststellen kann. Jetzt ist der Teig genauso, wie er sein soll. Richtig schön glatt, klebt nicht mehr, aber ist richtig soft. Der muss jetzt eine Stunde gehen. Hefe mag es am liebsten, wenn es warm ist. Deswegen ist im Sommer perfekt, einfach in die Sonne. Mit Folie rüber allerdings, damit er nicht austrocknet. Die Maiskolben sollen später schön rauchig schmecken. Zum Glück steht Felicitas Foodtruck direkt am Smoker von Falk. Also ab damit in den Rauch. Inzwischen geht der Teig gut auf, wie von Felicitas erhofft. Yes, oh, das liebe ich. Der Teig ist so riesig geworden. Ja. Oft ist auf Burger Buns ja Sesam. Aber ich esse am allerliebsten beim Fladenbrot die Stücke, wo am meisten Schwarzkümmel drauf ist. Und deswegen dachte ich, hä, dann mache ich einfach Schwarzkümmel auf meine Brötchen. Außerdem sieht das total schön aus mit der gelben Farbe. Jetzt den Teig in handliche Portionen aufteilen und Kugeln daraus formen. Kurz ins Wasser und anschließend in den Schwarzkümmel tauchen. Dann ab damit auf das Backblech. Ach, sehen die hübsch aus, ne? Auch nicht so nah nebeneinander, weil die kleben wirklich. Es geht noch so auf, man wird sich wundern. Zu einem typisch amerikanischen Barbecue gehören luftige Burger Buns. Diese leckeren Brötchen werden später perfekt zum Pulled Pork passen. Aber man kann sie natürlich auch für Burger verwenden. Hey! Oh! Oh, gesmoked. Ja, schön geräuchert. Ich mache da jetzt noch ein Topping drauf. Back schnell die Brötchen. Guck mal. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Ja? Gefallen sie dir? Awesome. Meinst du, das ist die richtige Base für das Pulled Pork nachher? Absolut. Und der Farbe. Und wenn ich ganz laut rufe, dann kommst du mit dem Fleisch, okay? Absolut. Gut, bis gleich. Machen wir. Die Brötchen kommen jetzt in den Backofen. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Wasser. Und das kippe ich jetzt hier unten rein. Dann entsteht so eine Art Dampf. Bäcker backen ja auch oft mit Dampf. Habe ich nicht, deswegen behelfe ich mir, indem ich einfach ein bisschen Wasser reinkippe. Jetzt kommen die Erdnüsse aufs Brett. Die werden jetzt gehackt. Hinzu kommt ebenfalls gehackter Koriander. Und in diesem Bett werden die Maiskolben gleich gewendet. Wir brauchen nur noch einen Kleber, damit die Nüsse dran haften bleiben. Ich habe hier Creme Fraiche. Da rein kommt jetzt Limettenabrieb. Zum Limettenabrieb noch eine Knoblauchzehe aufreiben und Chilipulver und Salz dazugeben. Dann alles schön miteinander verrühren. Nun können die rauchigen Maiskolben mit der Creme eingestrichen werden. Es ist wirklich ein einfaches Rezept, um Maiskolben zu raffinieren. Sieht hübsch aus, macht richtig Eindruck und man braucht kaum Zutaten. Solche Rezepte liebe ich. Jeder eigentlich, ne? Und es macht Spaß. Ich meine, wer wollte nicht schon mal Maiskolben über Koriander und Erdnüsse rollern? Jetzt müssen nur noch die Brötchen fertig werden und dann können wir endlich essen.
Einfach, lecker und amerikanisch. Diese Maiskolben sind genau die richtige Beilage für Felicitas Barbecue. Die Brötchen sind fertig. Das Gute an den Brötchen ist, dass sie so riesig sind, dann können wir ganz viel Fleisch drauf machen. Falk, komm essen! Die Burger Buns im Foodtruckerin-Style sind perfekt geworden. Locker, luftig, lecker. Und mit Kurkuma und dem Schwarzkümmel auch noch echt was fürs Auge. Fehlt nur noch das Fleisch. So, hier ist das gute Stück. So, Pulled Pork. Nach 22 Stunden. Tschüss! Boah. Das sieht ja fantastisch aus. Oh, das duftet. Oh. Nach 22 Stunden im Smoker ist das Fleisch nun so zart, dass man es einfach auseinanderziehen kann. Jetzt kommt das Pulled Pork in die Brötchen. Jawohl, gute Mischung. Nimm das Bark, nimm das helle Fleisch. Oh yeah. Ich glaube, so ist es im Himmel. Das ist das perfekte Barbecue Heaven. So, wow. Cheers, ha? Was zu schmecken. Ja. Ja. Und du als Ami, wie findest du die Brötchen? Wir Amerikaner sind bekannt dafür, dass wir sehr weiches Brot haben. Es ist perfekt. Fluffy, tasty, passt einfach zusammen. Und jetzt müssen wir uns noch über die Maiskolben hermachen. Richtig messy, das Essen, ne? Ja. Und so soll es sein. Tropfen, bröseln, schmecken. Ja, Falk, vielen, vielen Dank für diesen tollen Ausflug in die USA. Es war super lecker und super interessant. Morgen geht meine Reise weiter. Und zwar gar nicht so weit weg. Ich fahre auf die Texas Longhorn Ranch. Da gibt es so Rinder mit so riesigen Hörnern und ganz zottelig. Und da mache ich Lagerfeuer. Ja, dann hat man viel Spaß. Vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Vom Nürnberger Industriegebiet geht es nun in den wilden Westen von Oberfranken. Auf den Wiesen bei Prebitz weidet eine Herde von Texas Longhorn-Rindern. Anna und Alexander Leichtenstern betreiben hier Europas größte Zucht dieser uramerikanischen Tiere. Das sind jetzt Texas Longhorn-Rinder. Das ist eine spezielle amerikanische Rasse, die immer bei jedem Cowboy-Film mit dabei war. Und bei den Viehtrieben, man kennt es mit den Pferden, mit den Cowboys, die Texas Longhorn-Rinder, das ist genau diese Rasse. Und die haben eigentlich die Europäer mitgebracht. Ne? Und wer die alten John Wayne-Filme gesehen hat, der hat auch Longhorns gesehen. Weil mit diesen Longhorn-Rindern wurden diese Viehtriebe gedreht. Und, ja, eigentlich in der ganzen Westen der USA aufgebaut. Genau. Und die Siedler haben die Rinder mitgebracht. Das ist eigentlich aus den europäischen Rindern entstanden, die sich dort wild gekreuzt haben. Und seit einigen hundert Jahren gibt es diese Rasse als eigene Rasse. Macht halt einfach Spaß, sind bunt, ist ein gutes Fleisch und ein gutes Muttertier. Ja, und ist einfach viel Emotion dabei mit dem wilden Westen. Ja, und die Geschichte von Amerika wird es nicht geben ohne die Longhorns. Dank ihrer Robustheit sind die Rinder langlebig und deshalb wirtschaftlich lukrativ. Ihr Fleisch ist qualitativ sehr hochwertig und enthält einen niedrigen Cholesterin- und Fettgehalt. Mehr als 2 Jahre hat es gedauert, bis die ersten direkt importierten und zertifizierten Texas Longhorn-Rinder europäischen Boden betreten durften. Heute weiden gut 70 Longhorns auf der Bio-Ranch in Oberfranken. Also wir haben, das ist uns ganz wichtig, es fängt an bei der Wahl der Rinderrasse, dass wir Fleischrinder haben. Wir füttern die regional nur mit Heu und Gras. Das ist uns ganz wichtig. Also da kommt kein Mastfutter rein, nichts, alles in Bioqualität. Dann ist es so, dass wir die stressfrei beim Landschlachter schlachten. Also das ist wirklich natürliches Fleisch und passiert alles hier in der Region im Umkreis von 20 Kilometern. Und das spart den Tieren den Stress, also mit den Transportwegen. Das ist eine Landschlachterei, wo die über Nacht im Stall stehen und ihre Ruhe haben und nicht irgendwie unter ganz vielen leiden müssen oder Stress haben. Und das alles kommt dem Tier zugute, aber halt auch dem Fleisch. Und ja, das ist so unsere Philosophie dazu. Ein idealer Ort also für die Foodtruckerin.
Ich bin heute in Prebitz in Oberfranken. Hier soll es eine richtige Ranch geben. Und deswegen habe ich meine Cowboystiefel angezogen. Hallo. Felicitas, hi. Ich bin die Anne, hallo. Hallo, ich bin Alex, servus. Was für schöne Tiere habt ihr denn hier bitte? Like Solche Rinder hat Felicitas noch nie gesehen. Besonderer Hingucker sind natürlich die außergewöhnlichen Hörner. Sie können manchmal eine Spanne von bis zu 2 Metern erreichen. Und guck mal, da ist unser kleinstes. Da gibt es noch eine Nabelschnur. Ja, schau mal. Die ist Hallo. Gestern geboren. Oh. Wirklich? Extra für Ganz mich? Frisch. Extra für mich? Hallo. Ja. Oh Gott, ist das süß. Magst du uns? Ja, ich denke. Gefällt sie dir? Sehr. Eventuell würde ich es mit nach Hause nehmen. Die haben wir tatsächlich Felicitas genannt, weil die ganz frisch ist und weil du jetzt da bist. Ja. Ja, die Kleine ist Felicitas. Ja. Schwester im Geiste. Ist sie wirklich? Ja, ja, haben wir gestern Felicitas. Getauft. Eine Foodtruckerin-Kuh. Gefällt dir das, Felicitas? Guck mal. Felicitas und Felicitas. Die beiden Felicitas finden schnell zueinander. Oh Gott, war das süß. Ich glaube, wir sind jetzt Freunde. Aber sag mir, wir sind jetzt nur Ladies, ne? Wir sind jetzt im Moment tatsächlich nur Mädels. Wo sind denn die Bullen? Die Bullen, die sind bei uns am Haus. Die sind noch in Wartestellung. Die kommen jetzt ca. 14 Tage, 3 Wochen, kommen die dann, werden die verteilt auf die Mutterkuhherden. Jeder ein? Genau, mehr gibt's nicht. Mit Spaß dabei. Ich gehe davon aus, dass sie auch Spaß haben, ja. Dann gucken wir uns das mal an, oder? Ja, dann gehen wir da mal, fahren wir wieder rüber. Genau. Tschüss, Felicitas. So, und hier sind jetzt die Bullen? Ja, hier am Hof auf jeden Fall. Da nehmen wir jetzt noch den Traktor. Und willst du auch mal fahren? Ja. Ja, und fahren dann hoch zu den Bullen. Also du musst mir natürlich sagen, wie es geht. Ja, das kriegen wir hin, ich glaube. Hier ist die Bremse. Rein jetzt schon abgewürgt. Richtig. So, das erste Mal in meinem Leben schon ein Traktor abgewürgt. Na ja, gut. Das geht nicht. Ja, gut. Wir kommen dann in 8 Stunden. Das dauert hier ein bisschen, liebe Bullen. So, nochmal neu. Beste. Hat er. Und jetzt? Jawohl. Zieh mal wieder rüber, ohne den ohne rüber, rechts, links eventuell. Rüber, alles ist rüber. Welches? Diesen Joystick zu mir. Da, aha. Na, das klappt doch schon ganz gut. Doch nun wartet eine ganz besondere Herausforderung auf Felicitas. Rückwärts anfahren auf Berg mit dem Traktor, oder was? Jetzt gibt Gas. Ich glaube, wir haben noch keinen Gang drin. So, da sind wir. So. Andere Seite. Oh, wie meinst du? Ah. Wunderbar. Die erste Fahrstunde hinter uns. Och, so fertig. Boah. Aber war doch ganz gut, oder? Ich will jetzt anfangen am Berg. So, jetzt siehst du dann mal die Väter unserer kleinen Kälber. Auch den Vater der kleinen Felicitas. Ja. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und sind die jetzt gefährlich oder auch nicht? Eigentlich auch nicht. Die sind ziemlich eigentlich auch nicht. Die sind ziemlich entspannt. Sie haben ja keine Frauen um sich. Und doch, von daher. Ich zähle wohl nicht. Nee, ich glaube nicht, dass du interessant bist für sie. Obwohl, jetzt, wo ich so gut Trecker fahren kann? Ja, naja, wer weiß. Und von daher, wie gesagt, sind sie eigentlich ziemlich relaxed. Aber das sind jetzt keine Fleischbullen, also die werden nicht geschlachtet? Diese hier nicht, das ist klar, weil wir die ja zur Zucht brauchen. Ich habe ja schon gesagt, dass das für uns ja, dass mehr Texas Longhorn-Rinder in die Zucht gehen, als geschlachtet werden.
waren nur einige wenige. Und also quasi die übrig bleiben sozusagen, die Bullen, die übrig bleiben, die werden geschlachtet. Und der Rest geht tatsächlich in die Zucht. Und ja. Aber es gibt schon Fleisch bei euch? Selbstverständlich gibt es Fleisch bei uns. Das wäre ja grotesk, wenn es bei uns kein Fleisch gäbe. Ich bräuchte nämlich richtig gutes Hackfleisch. Ich würde nämlich gerne Burgerfleisch machen. Ja, das kannst du gerne machen. Haben wir hier. Und ich freue mich schon riesig drauf. Ich habe jetzt schon Hunger. Und ja. Dann verfütterst du dort das Heu und ich gehe runter kochen und dann sehen wir uns am Truck. Ja, gerne. Bis gleich. Danke. Ich würde ja am liebsten immer alles selbst machen und deswegen zeige ich heute, wie man Marshmallows zu Hause macht. Als allererstes muss man die Form präparieren. Man kann eine eckige Form nehmen oder eine runde, man schneidet sie nachher eh noch zurecht. Dann, und zwar habe ich hier ein ganz bisschen neutrales Speiseöl, damit die Form einfach dünn auskleiden. Kann man auch einen Backpinsel für nehmen, was man findet. Dann habe ich hier Speisestärke. Die wird jetzt in einem kleinen Schälchen mit ein bisschen Puderzucker verrührt. Dann brauche ich ein Sieb. Und das Ganze wird jetzt ganz dünn hier reingesiebt, weil man kennt das vielleicht bei Marshmallows, da ist immer außen so ein bisschen so eine Schicht dran, die so ein bisschen trocken ist. Und die machen wir jetzt. Das ist aber ein sehr grobes Sieb. Oha, muss noch von weiter oben arbeiten. Aber es sieht schön aus. Bisschen Schnee wäre auch gut bei der Hitze. Okay, die Form ist präpariert. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zwei Zutaten, und zwar Puderzucker und Gelatine. Und Wasser, aber Wasser ist ja keine Zutat. Ich habe hier gemahlene Gelatine, zwei Päckchen. Und die darf jetzt schon mal kurz hier drin ein bisschen quellen. Und dann sollen meine Marshmallows ja auch ein bisschen nach was schmecken. Ich finde Vanille toll. Ich frage mich ein bisschen, wie man drauf gekommen ist. Oh, dieser Blütenstängel von der Orchidee, der sieht toll aus. Damit könnte man noch zukünftig Desserts machen. Das Innere der Vanilleschote mit dem Messer vorsichtig abziehen und in die Schüssel geben. Danach Puderzucker richtig fein sieben. Und jetzt muss man die beiden Sachen nur noch vereinen. Und zwar mit Hilfe eines Rührgeräts. Wohlgemerkt, eines elektrischen Rührgeräts. Und einer Steckdose. Na bitte, klappt doch. Jetzt vorsichtig alles miteinander verrühren, bis eine feste Masse entsteht. Irgendwann merkt man, wie die Gelatine anzieht. Und das Ganze so richtig zäh wird, und dann ist der perfekte Zeitpunkt, um es umzufüllen. Fast ein Wolf geschlagen. Jetzt kommt das Ganze in meine Form. Ja, ist schon hart. Marshmallows sind ein echter amerikanischer Lagerfeuer-Klassiker und gehören zu jedem Barbecue dazu. Ah. Wie einfach? Wie schön? Viel besser als kaufen? Wirst du wohl von meinen Marshmallows runtergehen? Und ich freue mich schon total drauf, die nachher bei Sonnenuntergang in die Flamme zu halten. Bisschen Folie drauf. Und das Ganze braucht jetzt ungefähr 4 Stunden, um fest zu werden. Am besten an einem kühlen Ort. Schwierig. Ich werde einen finden. Hier auf dem Bauernhof gibt es nur einen kühlen Ort, den Whiskykeller. Hier lagern Anna und Alexander ihr flüssiges Gold. Denn neben ihrer Rinderzucht brennen sie auch noch Whisky. Da ist dein Platz für die Marshmallows. Der Thron für die Marshmallows, genau. Ja, schau mal, das ist unser Whiskylager. Okay. Ja. Wow. Wie seid ihr darauf gekommen, Whisky zu machen? Also mein Mann hat eine ganz lange Tradition, schon Obstbrände zu machen, und irgendwann haben wir uns gedacht, macht ja jeder. Und dann dieses ganze Feeling, Western, Reiten, Rinder, Whisky am Lagerfeuer, Marshmallows dazu. Ja.
Und wenn die beiden Ladies schon mal im Whisky-Keller sind, müssen sie natürlich auch noch die verschiedenen Sorten probieren. Dabei kommt Felicitas eine inspirierende Idee. Sie will etwas mit Whisky kochen und nimmt gleich mal eine ganze Flasche mit in ihren Foodtruck. Ich mache jetzt aus dem fabelhaften Whisky meiner Wahl eine geile Barbecue-Soße. Und dann zeige ich, wie man den perfekten Feli-Burger grillt. Also den für mich perfekten. Jede gute Soße braucht eine Basis und das ist eigentlich immer Zwiebel und Knoblauch, zumindest in meiner Welt. Deswegen schneide ich jetzt Schalotten. Man kann nehmen, was man da hat. Große Zwiebeln, kleine Zwiebeln oder eben Schalotten. Aber ich finde, die lassen sich immer so gut schneiden, weil sie so flach sind. Deshalb sind die Schalotten schnell gehackt. Doch irgendetwas stört. Wenn ich zwischendurch hüpfe, dann liegt das an den 1000 Fliegen, die hier an mir rumkrabbeln. Aber so ist es eben auf dem Bauernhof. Als nächstes den Knoblauch in kleine Würfel hacken. Ich nehme ein bisschen neutrales Öl. Und da rein kommen jetzt die Zwiebel- und Knoblauchwürfel. Dazu gibt Felicitas dann noch Tomatenmark und für die Fruchtigkeit Apfelmus. Jetzt kommt ein bisschen Balsamico dazu. Der gibt erstmal eine schöne Farbe und dann eine schöne Säure. Dann mit etwas Gemüsebrühe auffüllen. Und bis zum gewünschten Soßengrad quasi. Jetzt Zimt, geräuchertes Paprikapulver, Curry, Cayennepfeffer sowie ein Lorbeerblatt hinzugeben. Die Soße lasse ich jetzt ein bisschen köcheln. Der Whisky kommt erst später dazu zum Abrunden. Und in der Zeit kümmere ich mich schon mal um die eigentlichen Stars des Abends und zwar um die Burger. Dazu brauche ich allerdings das Fleisch. Anne, kannst du mir vielleicht das Fleisch geben? Es gibt frisches Rinderhack von den Texas Longhorns. Schau mal, meinst du, das reicht? Für uns drei? Oh ja. Danke. Auch gut, dass du die Brötchen gleich mitgebracht hast, weil davon hängt maßgeblich ab, wie groß das Hack wird. Gut, also bis gleich. Eine der wichtigsten Regeln beim Burger machen ist nämlich, dass das Fleisch ein bisschen größer ist als das Brötchen. Es muss rausgucken. Los geht's. Und zwar mit den gepickelten Gurken für den Burger. One, two, three, four. Die Gurken können jetzt ein bisschen ziehen und in der Zeit kümmere ich mich um das Hack. Ich nehme hier den restlichen Pfeffer und Salz. Und ich würze meinen Burgerhack mit nichts anderem außer Pfeffer und Salz. Gerade wenn das so ein tolles Fleisch ist, mit tollen Kräutern von der Wiese gefüttert sozusagen, dann möchte ich auch den Fleischgeschmack einfach haben und der Saft dann für sich wirken. Die Burger-Patties werden nun geknetet, dann kommen die weiteren Zutaten ins Spiel. Es ist ja so eine Art Religion, was man auf seinem Burger drauf haben möchte. Ich habe hier einen schönen Bergkäse aus der Region und Bacon. Und ich habe mir den extra ein bisschen dicker schneiden lassen beim Metzger. Weil dieses knusprige, geschmacklose Ding, ein richtiges Stück Bacon wird es werden. Ich schneide jetzt noch den Käse und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit dem Grillen. Ein Glück haben die Heinzelmännchen schon von mir aufgebaut hier. Eine letzte Vorbereitung muss noch getroffen werden. Und zwar fische ich jetzt das Lorbeerblatt aus meiner Soße. Dann kommt endlich der Whisky dazu. Ich habe ihn bewusst nicht mehr mitgekocht, weil ich möchte sein volles Aroma haben. Das wäre sonst zu schade. Einen ordentlichen Schuss. Kurze Probe, wie viel Whisky? Boah, schmeckt das geil. Für mich gibt es eigentlich nur ein Kriterium für den perfekten Burger. Beim Essen muss es hier runterlaufen. Es muss einfach so saftig sein. Knusprig, würzig, käsig, lecker. Und gutes Fleisch. Bitte kein Rotzfleisch auf dem Burger. Den Bacon schön knusprig anbraten. Nun kommen die Herzstücke der Burger auf den Grill, die Rindfleisch-Patties. Jetzt musste sofort der Käse drauf, damit er schön schmilzt. Und bloß nicht zu wenig Käse. Das macht ja keine Freude. Die Brötchen angrillen und Erdnussbutter drauf. Ich glaube, es wird richtig versaut und lecker. Freut mich. Ich glaube, ihr könnt kommen. Schön. Ich habe hier so ein kleines Burger-Buffet aufgebaut. Ich weiß nicht, was ihr mögt. Ich habe noch rote Zwiebeln geschnitten und so ein bisschen kurz gepickelte Gurken. Dann hole ich einfach jetzt mal den Burger raus. Jo, wunderbar. Endlich was zu essen.
Echt, oder? Yep. Kleinigkeit. Ganzen Tag auf der Ranch gewesen. Aber das reicht von den Kalorien für den nächsten Wochen. Aber auch, ja. Das schaut gut aus. Morgen. Gut, ne? American Barbecue. Das ist nicht nur Essen, sondern ein Lebensgefühl. Und das mitten in Bayern. Felicitas Burger sind einfach perfekt geworden. Authentisch, saftig und richtig lecker. Mit der Erdnussbutter, das ist wirklich... Richtig. Bitte. Wir haben noch ein Dessert. Was denn? Marshmallows. Ich wollte mir noch eure Feuertonne zeigen. Ja, natürlich. Dann essen wir jetzt auf und dann gehen wir gemütlich an die Feuertonne. But I'm a good man. Marshmallows am Lagerfeuer. Der perfekte Ausklang für ein American Barbecue. So eine Schweinerei heute, oder? Oh, super. Das ist aber fein. Boah, ist geil. Couldn't go nowhere at all. I'm a blues man. Ich habe auf meiner Reise erfahren, dass die Leute, die American Barbecue in Deutschland betreiben, das alle mit sehr, sehr viel Liebe machen. Es ist irgendwie was Besonderes und es ist schon anders als das deutsche Grillen mit Nackensteak hin und her. Ich habe einen unfassbar spannenden Grill erlebt, die Hydra. Wie kann man sich denn 40.000 Euro Grill in den Garten stellen? Es war sehr, sehr toll. Ich habe Züchter kennengelernt, die mit ganz, ganz viel Liebe zum Tier ein tolles Produkt herstellen, nämlich unfassbar gutes, nachhaltiges Biofleisch. Ein Kälbchen wurde nach mir benannt. Ich meine, wie schön kann es sein? Ich habe Falk kennengelernt, der sich 22 Stunden lang mit einem einzigen Stück Fleisch beschäftigt, so lange, bis es außen knusprig braun ist und innen zerfällt. Und man muss sagen, dass American Barbecue eine recht kalorienreiche Sache ist, aber super lecker!